Hi, ich bin Henry von den Dogspotters und ich darf heute hier Lothar König neben mir begrüßen. Hallo, Herr König. Hallo. Ihr Sohn Tillmann hat ja einen Film über Sie gemacht, der jetzt hier auf der Dogs-Woche läuft. Sie sind ja seit sehr vielen Jahren jetzt sozial engagiert und tun etwas für andere. Wie fühlt es sich an, jetzt in dem Film im Mittelpunkt zu stehen? Ich habe den Film bewusst nicht gesehen. Ich wusste vielleicht aus Erzählen ein paar Details oder so weiter. Oder waren ja auch Aufnahmen zwischendurch. Aber dieser Film gestern hat mich doch schon von den Socken gehauen oder so. Hatte nicht, aber ich dachte, ach du Scheiß, das ist ja ein reiner Kirchenfilm. Und das war mir ein, dann, ich will ja niemanden und so weiter. Dann ging noch hier, dann fing so ein bisschen für mich so frommes Gequatsche an. Das für mich nicht ganz authentisch war. Und ja, und dann habe ich gestern da einfach versucht, ein bisschen zu provozieren oder einfach meine Meinung sagen. Egal jetzt, ob es den anderen gefällt oder nicht. Ich denke, was sehr, sehr schwierig ist, wie ist der Film bei mir angekommen? Ich sag mal, erstmal bin ich ein Stück entlastet, weil er für mich nicht langweilig war, auch jetzt hier, jetzt schon wieder 80 Minuten rum, als er zum Ende hinging. Und hier, also ich habe mich nicht gelangweilt, das ist immer meine größte Angst, da gehe ich dann auch raus. Dann hat Tillmann dieses enge Verhältnis Vater und Sohn, das ist schwierig, da noch einen eigenen Film zu drehen wie nennt man das, eigenständig, also nicht jetzt hier. Also ich kann sagen, dass der Tillmann, dass ich mir in keiner Szene in dem Film irgendwo gestellt vorgekommen bin. Also irgendwie so eine gestellte Szene oder gewollte Szene, sondern das hat er, ja, das weiß der Tillmann natürlich von mir, dass er hat das so genommen, wie es ist. Auch die weniger schönen Momente, also richtig ein bisschen Angst bekommen, wie dick ich da manchmal war. Das ist doch ehrlich. Sie machen ja auch sehr viel im Kampf gegen Rechtsradikalismus. Woher? Warte mal, das widerspreche ich mal gleich. Nein, ich kämpfe nicht gegen Rechtsrechte. Ja, friedlich. Ach, friedlich, schiedlich, das ist ja noch schlimmer. Nein, ich kämpfe da nicht. Ich sage immer nicht, das ist viel zu schade, unsere Lebenszeit im Kampf gegen Nazis. Nicht, lasst uns das mit dem kleinen Finger machen. Mit unserer Lebensfreude, die Leute gewinnen und auf unsere Seite ziehen. Das wird nicht mit einem Schlag gelingen und schon gar nicht in Gruppen und Massen, aber immer wieder einzelne Leute. Und dieses, Kämpfen heißt ja auch Siegen. Oder für mich gehört das ein Stück zusammen. Wenn mir jemand viel Erfolg wünscht, bitte nicht, nein, nicht, bitte nicht. Oder beim Prozess damals, noch so ein gewonnener Prozess und ich bin pleite. Also dieser Dresden-Prozess, ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen was mitbekommen habt. Ja, wie hat es sich da angefühlt, als sie da so quasi die Justiz gegen sie war und so gegen sie ermittelt hat? Ach, die Justiz ist mir zu groß. Ich habe versucht, die Staatsanwaltschaft zu trennen vom Richter und die wieder und klar Verteidigung so und so. Ich habe meine größte Sorge, was mich am meisten beschäftigt hat, wie kann ich ein Justizsystem hinbekommen, dass ich Polizisten oder andere Menschen, die lügen, wir Menschen lügen einfach mal, auch du hast schon gelogen, ja. Da kannst du zehnmal sagen, nein oder was weiß ich. Wir lügen einfach und nicht immer nur aus Bösartigkeit, manchmal einfach nur, weil wir zu schwach sind oder zu müde. Gibt es eine Möglichkeit, ein Justizsystem aufzubauen, dass Polizisten, die lügen, keine Chance mehr haben? Ich halte dieses Justizwesen im Großen und Ganzen für richtig okay. Die Menschen, die sind dem weitestgehend nicht gewachsen. Und ich weiß ein ganzes Stück, was unter Polizei losgeht, wie die zusammenhalten. Da hat ein Richter keine Chance.
da kommen 6 Leute und die behaupten, das und das so und so. Die behaupten, ja, ich weiß nicht, ob es Lothar König war, war es im Lautsprecherwagen, das heißt auch, das war ja faktisch eins, habe ich gehört, deckt die Polizisten, nee, die Bullen mit Stein zu. Ich habe richtig lange überlegt, hast du das gesagt oder nicht, im Eifer oder sagen wir nicht mehr so ein bisschen mitreißen lassen. Und die, ja, und dafür klagen die mich da an und eine ganze Einheit aus Birna, 6, 7 Leute, die haben das bestätigt, ja, das haben sie gehört. Manche haben gesagt, ja, ob das Lothar König, weiß ich nicht mehr. Also man hat auch gelernt, die Polizisten, dass man nicht alle gleiche Antwort hat und so weiter, weil das unglaubsam ist. Also hat man unterschiedliche, ein bisschen mit differenzierten. Ja, und dann konnten wir unseren Film da zeigen. Den mussten wir einzige Mal, wo wir unser Filmmaterial freigegeben haben. Das ist immer gefährlich, weil die natürlich da rumschnüffeln und versuchen dann wiederum weitere Leute aus der linken Szene aufzudecken. Sie haben von Ihrem Lauti aus gefilmt? Ja, na, wir haben fast alles gefilmt. Das war auch. Und dann siehst du diesen Lautsprecherwagen, da kommt kein Mucks und kein Mähen, nicht mal Musik wird gespielt. Der rollt so am Bild vorüber. In Ihrer letzten Rede als Pfarrer sieht man ja im Film, dass Sie sagen, es braucht ein Wunder. Denken Sie, dass die Jugend, die heute auf die Straßen geht, wie zum Beispiel Fridays for Future, dass die ein Teil dieses Wunders sind? Also ich schließe nicht aus, dass sie ein Teil des Wunders werden können. Mit der jetzigen Substanz reicht das noch nicht aus. Das ist zu wenig, was Sie bis jetzt machen, oder? Die sind alle jung. Ihr kommt aus bürgerlichen Häusern, ihr seid abgesichert. Ihr habt, so hart es klingt jetzt von mir, da will ich hier gar nicht irgendwas Erfahrungen so absprechen, aber so richtig Tiefschläge, dass du unten am Boden liegst, aber richtig peinlich. Ich weiß nicht, ob wir Menschen dazu in der Lage sind. Aber, und deshalb sage ich, ein Wunder, vielleicht geschieht ein Wunder. Diese Wetterkatastrophe, alles, was ich hier gelernt habe von 84 an, und ich habe auch manchmal jetzt noch was dazu gelernt, das ist der Punkt, von dem es keine Rückkehr mehr gibt, dieser Englisch, dieser Not Point und so weiter, der ist überschritten. Wir können Kriege abstellen, wir setzen uns zusammen und sagen, komm, erzähl mal ein bisschen für dir, Ida und Christine, erzähl mal von dir und verstehen und sagen, komm, wir verständigen uns, wir schmeißen diese scheiß Atomwaffen weg, schicken wir auf den Mond, können doch. Der Amerikaner kann die doch da mitnehmen, seine Raketen. Aber nicht mehr, das können wir ändern, wir Menschen. Aber die Klimageschichte, glaube ich, ist gelaufen. Bei mir geht's ja, ist ja so weit, so schlimm, dass ich in Frage stelle, ob noch ein Umbruch überhaupt möglich ist. Das wird immer noch suggeriert über Politik. Ich kann doch, wenn ich den Menschen die Hoffnung nehme, dann, was denn dann, ist doch klar, dann fressen wir uns gegenseitig auf, schlachten uns ab, wie in Serbien, Bosnien oder was weiß ich wo. Dann lebt jeder, wie er leben möchte und hält sich gar nicht mehr an irgendeine gesellschaftliche Form. Das ist die richtig große Gefahr, die ich sehe. Und ich habe die letzten Jahre Jugendarbeit dahingehend interpretiert, den Leuten ein Selbstwertgefühl nicht zu geben, dass dieses wächst, dass sie reif werden, Persönlichkeiten werden, dass dann, wenn die große Schlachterei losgeht, dass da wenigstens noch ab und zu mal ein Mensch oder ein Lebewesen ist, das hier ein Stück das mit ein Stück nicht begleiten, was irgendwie ja, sehen kann und vielleicht auch ein bisschen was sagen kann, dem gewachsen ist. Dann würde ich das mal hier als Schlusswort nehmen und vielen Dank für das Interview. Und wenn ihr noch mehr von unserer Arbeit sehen wollt, dann geht doch mal auf doc-spothouse.de.